erschwerter Zugang. Ja, ich habe die Folge erschwerter Zugang genannt, weil ihr wisst ja, das Holz, was wir heute holen wollen, liegt an so einem steilen Hang. Da fahren wir jetzt hin, wir nehmen Schlepper und Wagen. Ich habe die Stiel und die Husqvarna dabei und dann gucken wir mal, dass wir das Holz da irgendwie wegbekommen. Daumen drücken hilft. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Billing los. So, ich möchte euch nochmal alle abholen, was wir jetzt gerade machen. Wir sind auf dem Weg zu unserem letzten Polter Buchenholz für diese Saison. Nächstes Jahr gibt es natürlich wieder Neues. Das für diese Saison habe ich schon komplett hier an der Mühle, bis auf diesen einen Polter. Da habe ich mir ein bisschen ins Höschen gemacht, da dran zu fahren. Ich habe den Wagen und den Schlepper relativ neu. Manche haben gesagt, lern erstmal fahren, vielleicht ist da was dran. Ich bin schon mal ohne euch da gewesen und habe ein bisschen fahren geübt. Ich habe es geschafft. Ich habe schon mal den Weg ein bisschen geebnet und einen Hänger rausgeholt. Den Hänger mache ich jetzt nochmal mit euch zusammen, um einfach mal so einen Abschluss in das Thema reinzubekommen. Und könnt ihr euch ja dann vielleicht selber ein Bild davon machen, wie schwer oder nicht schwer das Ganze ist. Ja, hallo. Jetzt sind wir hier oben im Wald. Und wie ich gesagt habe, haben wir jetzt hier eine Ecke, vor der ich mich schon von Anfang an ein bisschen gedrückt habe. Ich muss aber auch zu meiner Ehrlichkeit gestehen, ich war gestern schon mal hier ohne euch und habe das ausprobiert. Ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock auf Filmen und Kamera und keine Ahnung. Das müsst ihr mir nachsehen. Deswegen war ich hier schon einmal drin. Ich hatte hier so ein bisschen Schiss reinzufahren. Zum einen, weil ich kenne das Gespann einfach nicht gut genug, um hier irgendwie solche schiefen Hänge runter zu fahren. Auf der Kamera sieht man auch gar nicht so richtig, wie schief das ist. Es ist auf jeden Fall ziemlich schief. Hier an dieser Stelle, da lag dieser fette Stein. Den habe ich gestern hier mühsam ausgegraben und hier ein Stück an die Seite gekullert, weil ich da nicht mit dem Hänger drüber fahren wollte. Da sieht man, dass der Harvester wahrscheinlich x-mal drüber gefahren ist. Hier vorne ist noch ein Stein, den habe ich auch weggemacht. Dann hat man mich gefragt, ja, warum fährst du nicht einfach den Weg weiter? Also man sieht hier, vorne. Ich glaube persönlich, dass der Weg eigentlich nirgendwo hin führt, aber dass das hier auch nicht besser wird. Also ich habe auch keinen Bock, mir hier mit diesem ganzen Scheiß die Reifen kaputt zu fahren. Ne? Wir sind hier schon ziemlich hoch in unseren Mittelgebirgen und hier ist einfach alles schon sehr, sehr steinig. Wenn man sich das mal anguckt, hier ist alles schon sehr felsig und hier oben, das sieht man jetzt nicht, weil einfach so viel Bewuchs da ist, aber hier oben, hier sind dann auch so Felsenklippen größererweise, wo die Steine dann wahrscheinlich mal ursprünglich herkommen. Und naja, jetzt geht es halt darum, hier die Stämme da wegzumachen. Die müssen noch aufgeladen werden. Hier sieht man noch die Abdrücke von denen, die ich gestern weggeholt habe. Keine Ahnung. Wenn es ein öffentliches Gebäude wäre, bräuchte man hier schon eine ordentliche Rutschklasse, um überhaupt runter zu können. Anti-Rutschklasse. Ich habe jetzt folgende Strategie. Ich lade mir jetzt erstmal wieder hier vorne. Ich versuche mit dem Hänger möglichst dicht hier ranzufahren und versuche mir dann hier die dünneren Teile erstmal wegzuholen. Weil hier warten ja auch wieder ganz schöne Eumel auf uns. Ganz schöne Eumel. Ja, die kann ich nicht laden, wenn kein Gewicht auf dem Hänger ist. Das mal ein bisschen in Szene zu setzen, wie schief das hier ist.
Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe mal. Aber so, das ist der gedachte Horizont. Und das ist die schiefe Ebene, die es runterzufahren gilt. Ja, wenn ich das Ganze so halte, dann sieht es weniger dramatisch aus, glaube ich. Aber das ist das, womit wir es hier in echt zu tun haben. Und naja, schon komfortabler geladen. Ne? Geht aber auch immer noch ein bisschen schlechter. Von daher wollen wir uns nicht beschweren. Hier sehen wir jetzt auch einen schönen Einsatzfall für die hydraulische Bremse, die ich hier in den Rückewagen gemacht habe. Eine Auflaufbremse würde jetzt, wie man sieht, gar nichts mehr bewirken. Ne? Jetzt habe ich die Bremse vom Hänger manuell angezogen und auch nochmal die Handbremse vom Schlepper. Und wenn ich hier in so einem schiefen Gelände arbeite, dann habe ich keinen Bock, dass ich hier irgendwas in Bewegung setzt, während ich damit arbeite. Und von daher gibt mir jetzt die manuelle Bremse noch mal ticken mehr Sicherheit. Beim konventionellen Hänger, gut, könnte man natürlich die Handbremse anziehen. Das konnte ich jetzt aber hier schön vom Schlepper aus machen. Besser wäre hier nur ein luftgebremstes System, aber ich bin jetzt echt schon zufrieden, dass ich hier so gut reingekommen bin. Heute ging es auch ein bisschen leichter, weil der Holzstoß nicht mehr so groß ist. Gestern war es halt so, dass ich hier kaum die Kurve fahren konnte und erst noch mal die ganzen Steine hier aus dem Weg rollen musste. Ansonsten bin ich ziemlich froh. Also ich bin gar nicht so geübt, im schweren Gelände mit dem Schlepper rumzufahren. Muss aber sagen, das macht Spaß. Also es ist, bin ja auch ein Junge, von daher macht mir das auch Spaß und freue mich auch, dass das so gut funktioniert.
Scheiße passiert halt auch, wenn man nicht aufpasst. Ich hatte mich jetzt nur auf den hier konzentriert und wollte hier irgendwie noch ein Stück wegsägen, damit ich hier quasi den jetzt von unten nehmen kann. Und als der sich bewegt hat, kam der gleich mit. Ja. War wahrscheinlich verklemmt und dann, obwohl ich nicht mehr gesägt habe, ging und die Lücke war zu. Die Stege steckt jetzt hier drin und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nie mit einer Säge in den Wald fahre, sondern immer eine zweite dabei habe. Selbst wenn ich jetzt versuchen würde, mit dem Wagen zu ziehen, das würde irgendwie nichts taugen. Ich versuche jetzt den einen Stamm ein bisschen wegzurollen, hier besser drankomme und dann säge ich den Stamm mit der anderen Säge bei. Irgendwie so. Ja, liebe Freunde, wir sind ja hier unter uns und sowas kann passieren. Ich glaube, es ist keiner auf der anderen Seite vom Bildschirm, der sagen kann, mir ist das noch nie passiert. Ist einfach so. Ich muss euch auch sagen, dass ich unsere Gemeinschaft total schätze. Ich finde das richtig klasse. Es werden ja irgendwie immer mehr und da sind auch richtig, richtig tolle Leute dabei und von manchen Kommentaren, wenn ich die lese, da freue ich mich einfach nur. Da freue ich mich einfach nur und finde das richtig, richtig cool. Möchte euch nochmal alle hier herzlich willkommen heißen und für jeden einzelnen von meinen Homies, da bin ich dankbar, dass ihr dabei seid. Und vielleicht nochmal so zur generellen Erklärung. Manchmal bin ich ja, und das kommt ja von euch genau die gleiche Resonanz, da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn mir einer schreibt, du kannst ja nicht mal eine Motorsäge halten oder mach mal wieder Motorsägenkurs oder irgendwie so ein Kram. Ich bin im Wald, keine Ahnung, seitdem ich 5 bin oder sowas, gehe ich mit meinem Vater in den Wald, geht euch ja vielleicht ganz ähnlich, und früher haben wir Brennholz für so einen kleinen Kaminofen gemacht oder für so einen Kachelofen. Heute mache ich Brennholz hier für mein Holzvergaser, der braucht natürlich noch mal ganz andere Mengen. Wir haben ja hier die Mühle, die wir sanieren, und die beheizt sich komplett mit Schaltholz. Da müssen pro Jahr schon mal 30 Meter, 35 Meter müssen da schon mal vorrätig sein. Und deswegen habe ich ja jetzt hier auch diesen großen Schlepper angeschafft und deswegen auch den Brückewagen. Nebenbei bewirtschaften wir natürlich noch den 13 Hektar großen Privatwald. Und da muss man schon mal mit ein bisschen Equipment auffahren. Trotz alledem bin ich kein Profi, das möchte ich hier noch mal ganz, ganz klar sagen. Ich bin nur Hobbywaldbesitzer bzw. Hobbywaldbauer. Also wenn, dann machen wir es überhaupt eher so ein bisschen im Nebenerwerb. Aber dieser ganze Brennholz-Thema, das ist eigentlich reiner, fast ausschließlich rein für den eigenen Gebrauch. Und dann, wenn ich die Bäume wie diese Käferfichten hole und so, das habt ihr in dem Video vorher gesehen, das ist eigentlich mehr oder weniger alles komplett hier für die Renovierung der Mühle. Da haben wir das Sägewerk und sägen das auf. Mit dem Privatwald, da ist es vielleicht nochmal so ein Stück weit anderes Thema. Da haben wir eben nochmal die Möglichkeit, dann auch hier mit dem Sägewerk bei mir zu Hause nochmal Balken holen und Bretter mitzusägen. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich eigentlich kein Waldprofi. Ich weiß, unter euch sind ein Haufen Profis und ich finde das wirklich so Chapeau. Da fühle ich mich sehr, sehr geehrt, dass ihr hier quasi diesen blutigen Laien bei seinem Handwerk zuguckt, und fühle mich da
wirklich geehrt und finde es auch total klasse, dass ihr dabei seid und dass ihr mir immer so richtig coole Tipps gibt, weil, naja, durch die kann ich besser werden, durch die kann ich lernen und durch die kann ich auch meine Fehler, ihr wisst, das ist vielleicht auch nicht so ganz einfach, wenn man das jetzt hier bei YouTube sich die Hose runterlässt, ne, und da 1000 Leute einem zugucken und 1000 Leute einen kritisieren. Ja, es ist auch manchmal nicht so ganz einfach, damit umzugehen, aber in Summe kann ich eigentlich sagen, ist ja fast 99,9% positive Resonanz und das klein bisschen, was da so an negativer Resonanz kommt, da ist mein Ego dick genug, um das wegzustecken und von meiner Seite aus nochmal ganz dickes Lob. Ihr seid die Besten. So, soweit, so gut. Jetzt muss ich mit der ganzen Maschine ein bisschen vorfahren und hier den Kumpel da zuerst wegmachen, damit ich an den Rest rankomme. Schön ist, dass jetzt schon mal ein bisschen beladen ist. Kann ich mir vielleicht noch mal ein, zwei richtig dicke Fette drauf tun, ohne dass der Wagen gleich umgeht.
am Hang. Das hat beladen, hat viel besser geklappt, als ich gedacht habe. Ich muss noch mal ein Board drum rumschmeißen, Segen einpacken und dann talabwärts. So, der Gurt ist drumherum. Jetzt muss ich noch die Stützen hochfahren. Jetzt überlegt mal, man fährt jetzt die Stützen hoch. Ich müsste dann die Handbremse lösen, wenn das eine Auflaufbremse wäre. Und dann muss man irgendwie einen Schlepper sporten, der sich vielleicht schon rückwärts auf dem Weg den Berg runter macht. Daher meine Lösung für mein Problem. Ich glaube, man muss halt einfach differenzieren, ob man mit der Karre jetzt auf der Straße Holztransporte machen will oder ob man hier im Bestand rumknallt mit dem Teil. Und da ich im Bestand rumknallen will und eigentlich keine Holztransporte, da gibt es ja genügend Hänger, mit denen man das machen kann, da braucht man nicht sowas. Von daher ist das genau das Richtige für meinen Anwendungsfall. Auch wenn vielleicht nicht alles ganz so normkonform ist. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob der Schlepper die Karre aus dem Dreck ziehen kann. Ja, ich liebe den Schlepper, der ist so geil. Freunde, der Schlepper hat den Wagen erwartungsgemäß ganz fein aus dem Dreck rausgezogen. Wobei, wenn man so drin sitzt und sich das anguckt, ich weiß nicht, wie das von hier wirkt, aber von drin, wenn man hier um die Kurve fährt und dann plötzlich der ganze Schlepper, so, wenn der Hänger sich doch ziemlich dolle zur Seite neigt, dann will ich nicht leugnen, dass so ein bisschen das Kopfkino anfängt zu rattern. Aber ist alles gut gegangen und das ist jetzt der Rest vom Schützenfest. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit Eimerfahren noch wegbekomme. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich euch mitnehme, weil andauernd nur immer Holz fahren ist ja auch langweilig. Vom Prinzip her geht's. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, nicht noch zweimal fahren muss. Aber wenn es so ist, ist es so. Besser einmal mehr gefahren als einmal Schiffbruch erlitten. Von daher würde ich auch gern zweimal fahren. Ja. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Verbleibe mit vielen Grüßen, sende euch wirklich ganz wohlige Grüße aus der feinen Natur. Schaut mal bei Stefan bei Bungi81 vorbei, der macht ja auch klasse Videos. Gerade wenn es hier um Motorgeräte, Pflege ohne Instandsetzung geht, die wir hier verschleißen, muss er sie wieder reparieren. Von daher schaut da mal vorbei. Ich verbleibe mit vielen Grüßen von hier. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.